Ihr hört mich trotzdem. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch einmal die Geheimnisse hinter meinem Programm zeige, wie ich es mache, dass ich meine Online-Kurse launche, verkaufe, beziehungsweise meine Programme, bevor sie fertig sind und trotzdem damit, ich würde sagen, mindestens, naja, zwischen 7.000 und 10.000 Euro haben wir eigentlich immer, wenn wir einen Kurs launchen, je nachdem, wie hoch das Programm einfach vom Wert her ist. Und ihr wolltet einen Vlog-Style, deswegen nehme ich euch jetzt einfach mit. Ich habe hier ganz, ganz viel Material vor mir liegen. Das heißt, es wird zu dieser neuen Videoserie auch ein Workbook für euch geben, dass ihr alles einmal nachvollziehen könnt, euch Notizen machen könnt, etc. Wichtig ist mir, viele denken jetzt bestimmt, okay Chris, was passiert jetzt gerade? Du willst uns das Ganze alles jetzt hier kostenlos beibringen, was passiert danach? Ich mache das nicht, um euch irgendwo reinzudrücken, sondern mir ist es eigentlich egal, wie ihr euren Online-Kurs macht, denn mein Part ist einfach, dass ich euch zeige, wie ihr ihn verkauft, wie ihr ihn skalierbar macht, wie ihr alles automatisiert, elegant und liebevoll. Und von daher dachte ich, warum nehme ich euch nicht einfach mal mit? Viele Leute erzählen online, wie alles so einfach ist und keiner zeigt behind the scenes. Ich nehme euch mit behind the scenes. Wichtig. Wenn ihr darüber nachdenkt, einen Online-Kurs oder eine Membership-Seite zu machen, ganz unterschiedlich sind die beiden Programme nicht, deswegen würde ich es da jetzt nicht so eng sehen, macht ihr folgende Fehler. Und das gehe ich jetzt auch mal von aus. Man lernt es nämlich aktuell so. Das heißt, alle großen Gurus sagen euch, das ist der bestimmte Weg, den ihr machen sollt. Heißt, ihr verbringt ganz viel Zeit damit, diesen Kurs zu planen. Dann verbringt ihr nochmal so viel Zeit damit, die Inhalte vorzubereiten, vorzufilmen, Workbooks zu erstellen, vielleicht jemanden zu bezahlen, der für euch die ganzen Dokumente erstellt, ne, damit das schön aussieht, als ein Layout ist. Manchmal werdet ihr vielleicht noch Präsentationen erstellen, weil ihr euch noch nicht traut, euch vor der Kamera zu zeigen. Und dann braucht ihr Monate, um diese Kursinhalte überhaupt zu filmen und ne, aufzunehmen. Dann braucht ihr weiterhin Monate, um herauszufinden, wie ihr die ganze Technik dahinter macht. Weil das ist ja das, wo wir am meisten Angst vor haben. Wo landet das? Wie muss ich das bezahlen? Wie kann überhaupt jemand in meinen Kurs kommen? Habe ich Angst vor rechtlichen Geschichten und sowas alles? Und erst dann fangt ihr an, darüber nachzudenken, wie man euren Online-Kurs auf den Markt bringt. Und dann ist ja die gängige Empfehlung, korrigiert mich gern, wenn ich mich täusche, man fängt an, erstmal ganz viel Vertrauen aufzubauen auf irgendeinem Social-Media-Kanal und postet und postet und postet, hat immer noch kein Geld verdient, zahlt wahrscheinlich schon irgendwelche Technik im Hintergrund und ist sich nicht ganz sicher, warum man eigentlich nicht mehr schlafen kann und gerade Panikattacken bekommt, weil man nicht weiß, wie man die Familie ernähren soll oder ob einen überhaupt irgendjemand in der Verwandtschaft ernst nimmt. Dann kommt der nächste Part. Live-Launching. Das heißt, ihr habt noch nie in eurem Leben etwas online gemacht, habt noch nie in eurem Leben mit irgendjemandem online zusammengearbeitet, vielleicht als Selbstständiger mit ein paar One-on-One-Clients und fangt an, live zu launchen. Heißt, ihr müsst komplizierte Videoserien erstellen, Live-Webinare, Sales-Pitches in irgendeinem Training machen, als werdet ihr irgendein, ne, wir sagen jetzt keine Namen, und fühlt euch nicht wohl dabei. Das heißt, ihr habt diesen Live-Launch, wovor ihr wahrscheinlich Angst dabei denkt, es klappt sowieso nicht, versucht ihn zu umgehen, indem ihr noch mehr auf Social Media postet und dann habt ihr irgendwann so eine Schleife, dass ihr das vielleicht immer mehr nach hinten schiebt, aber immer noch keine Einnahmen von eurem Online-Kurs habt. Und dann gibt es noch die allerschlimmste Empfehlung und die ist, danach soll man die Türen schließen. Ich sage das aus Erfahrung, ich habe es genauso gemacht. Macht's nicht. Danach schließt ihr die Tür. Das heißt, danach sagt ihr, oh, ich habe jetzt eine Woche live launched, habe mir eine Community aufgebaut von 10 Leuten, habe eine halbe Buchung, die aber storniert nach 3 Stunden und dann mache ich das Ding auch noch zu für ein halbes Jahr, um wieder Vertrauen aufzubauen und auf allen Social-Media-Kanälen zu posten. Warum erzähle ich das? So machen wir es nicht. Das heißt, wenn ihr Lust habt, nach dieser ganzen Trainingsserie die Mipreneur-Methode kennenzulernen, ihr könnt auch in den Mipreneur-Club gratis kommen, um euch das schon mal anzuschauen, haben wir ein komplett anderes System. Das möchte ich euch ein bisschen für den Mindset erstmal beibringen in diesem ersten Video, damit die anderen Inhalte für euch Sinn ergeben und ich euch immer ab und zu ein paar Tipps gebe und ihr nicht denkt, oh, warum kommt jetzt der Tipp? Der kommt, weil wir dieses System verwenden und die Methode funktioniert und deswegen verdiene ich überhaupt Geld in meinen Online-Kursen und weine nicht mich in den Schlaf. So. Wie das System ist. Ihr kreiert, und das ist bei uns Selbstpsychologie etc., das könnt ihr, wenn ihr möchtet, alles lernen, ein Thema, was wirklich interessiert. Nicht irgendein Thema, was irgendein anderer macht, nicht irgendein Thema, was ihr denkt, was erfolgreich ist, sondern ihr testet dieses Thema vorab aus, indem ihr eure Kunden gezielt ansprecht und einen Kurs in dem Bereich erstellt, der euch wirklich tangiert, wo ihr wirklich sagt, da habe ich Fähigkeiten, Stärken, Talente, das kann ich anderen beibringen und meine Zielgruppen interessiert das. Zum Beispiel eines der erfolgreichsten Programme jetzt bei uns im Uplevel, das ist gerade im Beta-Launch, was das ist, erzähle ich euch auch gleich, ist ein, wie kriege ich meine brüchigen Nägel besser. Sie macht im Monat, ich glaube, das ist das Letzte, hat sie mir gesagt, über 30.000 Euro mit so einem Thema. Normalerweise wird jeder denken, oh, das ist kein Kurswert. Das ist ein Kurswert. Ein Beispiel. So.
Das heißt, ihr plant dieses Thema, was eure Zielgruppe wirklich tangiert, und sucht euch dann ungefähr eine Kursstruktur raus. Detailliert, wie die aussehen soll, machen wir auch in den nächsten Videos hier. Die Kursstruktur hat einen bestimmten Aufbau, den ihr verfolgen müsst, weil ihr wollt ja educational sein. Ihr wollt ja nicht einfach nur irgendwas raushauen, sondern ihr wollt ja, dass eure Kunden oder eure Studenten nur das lernen, was sie lernen müssen und wirklich vorankommen und am Ende sagen, oh cool, das hat mir wirklich weitergeholfen, das hat mir was gebracht. Und wenn ihr das einfach nur grob sozusagen skizziert habt, fangt ihr sofort an, mit eurem Kurs zu launchen. Das heißt, ihr sucht euch gezielte Kunden raus, macht diesen sogenannten Beta-Test, das heißt, die Kunden zahlen auch, sparen aber ein bisschen Geld, also nicht den vollen Preis später, aber sie zahlen schon Geld und ihr entwickelt sozusagen gemeinsam mit eurem Kunden diesen Kurs. Falls jetzt jemand Angst hat und sagt, oh, ich muss dann live mit meinen Kunden reden, ja, das musst du. Das ist nicht schlimm, da fühlen sich alle am Anfang unwohl, die Menschen wissen, dass ihr auch Menschen seid, gar kein Thema. Das heißt, ihr macht einen Launch gemeinsam mit euren Kunden, verkauft den Kurs bereits, das heißt, ihr habt Einnahmen, ohne dass der Kurs fertig ist, weil ihr den eben so gut strukturiert habt und die Kunden richtig anspricht, durch die richtige Verkaufspsychologie und alles nicht schleimig und so. Ne? Keiner muss sich danach duschen gehen, weil er dieses Sales Speech gehört hat. Keine Sorge. Und danach fangt ihr an, Schritt für Schritt die Inhalte mit euren Kunden zusammen aufzubauen. Da gibt es Feedback, ihr macht Live-Sessions und dann nehmt ihr diese Live-Sessions auf und dann ist euer Kurs fertig. Und dann macht ihr den richtigen Launch und verkauft einfach nur diese Sessions mit Workbooks. Und während ihr das weiterhin verkauft, wir werden dann auch lernen, wenn ihr möchtet, in Uplevel, wie man alles automatisiert, elegant und liebevoll, wie gesagt, nicht eklig und schleimig, dann werdet ihr den Kurs verbessern, mal ein Video neu drehen. So mache ich es ganz genauso auch mit meinen Inhalten. Ich habe meine letzte Membership-Seite einmal überarbeitet und habe mich wirklich ans Board gestellt mit einem dicken Babybauch noch und habe das alles an, ja, so ähnlich wie hier im Hintergrund, alles angemalt. Und am Ende werde ich jetzt nach und nach versuchen, die Inhalte mal im Sit-Down-Video ein bisschen schöner zu machen. Aber im Endeffekt ist das Format egal. Man soll euch gut verstehen. Bestimmte Inhalte müssen drin sein und die Transformation muss da richtig drin sein. Zeige ich euch auch. Wenn ihr das fertig habt und dann sozusagen den Kurs verkaufen könnt, dann fangt ihr an, nicht zu posten, keine Newsletter wöchentlich rauszuschicken, keine Facebook-Anzeigen zu schalten, absolut den ganzen Mist nicht ewig Vertrauensaufbau zu machen, sondern wie gesagt, in ein paar Stellen, wo man auch strategisch gut sagen kann, dass ihr schnell Kunden bekommt, die sofort kaufen, weil sie einfach wissen, dass eure Leistung überzeugt, nicht weil sie euch vertrauen müssen. Vertrauen ist schön. Ich hoffe, ihr vertraut mir, nachdem ihr schnell hier, schon lange hier auf dem Kanal seid. Aber ist es natürlich sinnvoller, wenn die Produkte sofort überzeugen, weil sie einfach eine gute Message haben und einen guten Inhalt haben und man nicht ewig Vertrauen aufbauen müsst. Und dann lernt ihr ein System. Ich werde euch in den nächsten Videos auch zeigen, wie eine Salespage aufgebaut sein soll für einen Kurs, wie ihr zum Beispiel so E-Mail-Copy machen könnt. Aber danach könnt ihr rein theoretisch ein System lernen, wenn ihr möchtet, wie man es automatisieren kann, dass immer Kunden in euren Kurs kommen. Immer, 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 immer. Und ihr nichts dafür machen müsst. Ihr macht das einmal fertig, kümmert euch nur dafür, dass Leute weiter reinkommen. Und das war's. Und dann kümmert ihr euch um eure Kunden, kümmert euch um den Fortschritt der Kunden und vielleicht noch um euch und eure Familie und um die Tatsache, dass ihr ja eigentlich ein Online-Business gründet, um nicht 24 Stunden durchzuarbeiten. Wie gesagt, lernt von mir. Ich habe es sehr oft falsch gemacht. So, das ist der Part. Das heißt, wir werden jetzt, ich muss mal so ein bisschen schauen hier, wie lang ungefähr diese Trainingsserie werden kann. Ich werde versuchen, nicht so viel irgendwie zu pitchen. Ich liebe meine Programme. Ich glaube, ich habe das beste Online-Trainingsprogramm für Online-Selbstständige, was es auf dem Markt gibt. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass das letzte Programm ist, was ihr buchen sollt oder müsst. Aber ich will nicht so viel pitchen. Das heißt, seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu ein paar Details aus dem Club erzähle. Aber trotzdem werde ich versuchen, euch alles zu zeigen, was ich rein theoretisch früher mal in meinem Programm beigebracht hat. Mittlerweile mache ich das ja jetzt gerade gratis. Das heißt, wir fangen an, damit ihr wisst, für die nächsten Videoserien, ich werde auch, glaube ich, das erste Video, was danach kommt, gleich veröffentlichen, damit ihr direkt anfangen könnt, uns zu überlegen, was soll euer Kursthema sein, wie findet ihr das ein bisschen raus. Dann geht es darum, dass wir schauen, wie ist die Journey sozusagen, also wie entwickeln sich eure Kunden in dem Kurs, also wirklich eine Struktur, Meilensteine, wie das alles aufgebaut sein soll. Dann geht es um die interne Kursstruktur, also ob es da, welche Seiten es zum Beispiel geben muss, was ich empfehlen würde, was ihr in den Kurs einbaut, damit ihr Feedback von euren Kunden oder euren Studenten kriegt. Das wird alles drin sein. Es wird ein Part sein, wie ihr den Kurspreis festlegt. Den Beta-Launch werde ich nicht so unbedingt erwähnen, das könnt ihr bei mir im Club lernen, aber wie ihr den Kurspreis generell festlegen könnt, wie ihr eine Sales-Page aufsetzt im Kurs, wie ihr E-Mails vielleicht rumschickt für euren Kurs und was ihr danach machen könnt, um euren Kurs ein bisschen zu automatisieren. Ich weiß nicht, wie schnell wir sind, aber eventuell findet ihr auch schon das alles als Workbook. Dann schaut mal hier unten in die Infobox. Und es wird auch für euch geben eine
Challenge, wie ihr sozusagen, nachdem ihr den Kurs fertig habt, geplant habt, vielleicht so kurz vor dem Beta Launch seid, je nachdem wie ihr seid, vielleicht wollt ihr auch einfach alles vorher fertig machen, aber wie ihr dann euer Business wirklich auf die 10k im Monat hochbekommt. 10k sind 10.000 Euro im Monat. Wer jetzt sagt, das ist doch Quatsch, es ist kein Quatsch, glaubt mir, es ist kein Quatsch. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten, aber es geht relativ schnell. Wenn ihr da mitmachen möchtet, dann gibt es eine Challenge und wenn ich die schon fertig habe, könnt ihr sie auch hier unten finden. So, das war es für die Intro. Jetzt habt ihr einen kurzen Überblick, wie es funktioniert, wie man eigentlich meines Erachtens einen Kurs launcht. Könnt euch unten gleich das Workbook dazu runterladen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im ersten Video. Und da geht es darum, wie ihr euren kompletten Kurs aufbauen sollt, damit ihr ja auch garantieren könnt, dass ihr alles drin habt, nur das Nötigste drin habt und dass eure Kunden auch wirklich weiterkommen.